So, und damit heilt über Leute, was geht ab. Zu einem neuen Video von. Willst du mich denn ver. Willst du mich denn ver. Und ich bin schon tot. Alter, was ist denn hier los? Jetzt schon kein Bock mehr, wa? Jetzt schon kein Bock mehr. Digga, was ist denn das hier für ein Bullshit? Rotzviecher, Alter. Richtige Rotzviecher. Scheiß drauf, ich laufe da jetzt nicht lang. Ja, wir sind immer noch in Vanaheim. Haben im letzten Video ja den Bruder von Freya befreit. Und dabei ist ja ein von den Companions einfach hier runtergesprungen, hat ein paar von den Vivern erledigt. Und der Typ lebt sogar noch. Sprich. Wir sind gerade dabei, den zu retten. Und dann hat sich auf einmal herausgestellt, dass er von einem Drachen bedroht wird. Ich verstehe das nicht. Wir haben Bahnen gelebt. Es ist nur ein Krater. Es war kein Krater, als sie hier lebt. Und irgendetwas ist passiert. Was? Wie eine Explosion? Muss riesig gewesen sein. Nicht. Komm, hier gibt's sogar direkt noch mal wieder einen Laden vom Rock. Ich könnte eigentlich noch mal nach einer dieser geheimnisvollen Kristalle. Der Baum in Nibelheim hat einen neuen Gast. So, zu dem Baum in Nibelheim gehen. Brock, als du Fake hattest, war sie. Da muss ich direkt unterbrechen. Brock plaudert niemals was Vertrauliches aus. Nicht einmal, wenn es um die Verstorbenen geht. Deine Angelegenheiten tratsche ich ja auch nicht überall herum, oder? Schmiede, Schwarz. What the fuck? Die kann ich so ja richtig. Muss es einfach sein. Drachenklau. Jo, die ist, Damit toll. Bleiben alle deine Teile an den richtigen Stellen. Drachenklau. Ja, da muss ich jetzt mal Drachenklauen schlagen. Kloppen. Askalabaren. Wieso sitzt jetzt das Headset so scheiße? Ich frag mich, wo ich eine Drachenklau hier hab. Drachenzahn. Verdammt! Bin ich gut oder was? Und Drachenzahn. Darin wirst du nicht mal einen Kratzer abbekommen. Das freu ich, Drachenzähne. Und Hacksilber. Alter! Wie teuer. Weil er ist richtig teuer. Hört sich aus wie ein Drache. Hacksilber. 4000. Ja, das fängt doch schon mal gut an. Seder. Nimm den jetzt. Willst du Hampelmann denn jetzt hier? Ist klar. Ist klar, dass der pimmelige Pimmelarsch mich trifft. Boah, geht mir doch alle nicht auf den Sack. Willst du mich denn. Wieso? Boah. Geh mir doch nicht auf den Sack, Mann! Bitch, Alter.
Naja, jetzt bist du nicht mehr so cool, wa? Was machen diese Seder hier? Manche Waren wirken sich dunkler Magie zu, um sich gegen die Asen zu verteidigen. Das führt zu Konsequenzen. Was erfahren? Scheißegal, weg mit den Viechern, Alter. So, Nacht. Nacht, Nacht, Nacht. Nachtschicht. Nacht, 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 Nacht. Nacht! Ja. Jetzt habe ich Bock auf SpongeBob. Nacht, 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 Nacht. Nacht, Nacht, Nacht. Oh, was geht denn jetzt ab? Was ist das? Alles klar, Nacht ist hier noch gruseliger als ach ja, diese Kacke. Habe ich da Bock drauf? Nö. Muss ich's machen? Ja. Was hat die? Ah, Gott sei Dank. So, habe ich jetzt 5. Oder 4. Du hast ihn! 4. Meister Kratos, du hast fantastische Arbeit geleistet. Ich brauche deinen Zuspruch nicht. Oh, oh nein. Ich habe dich beleidigt. Oh nein. Du hast ihn wohl Sorge. Verletzt. Sammel die 6 Stück, ja, und dann kann ich den Speer verbessern. So, was zum Henker sind das für Viecher da? Bis wir wissen, wozu er gut ist. Dieser Steinbock. Nicht das. Nicht an ihm. Wir beenden das. Sieht aus, als könnten wir es nicht töten. Vielleicht. Es ist verjagt. Jetzt geht es wieder an seine Quelle. Hast du Heilung? Na schön. Wir sollten uns umsehen, ob hier noch mehr Irrlichter herumlaufen. Okay. Ah, ich habe da noch eins gesehen. Diese Kraft kann etwas darin hören. Es fühlt. Kann ich die kaputt machen? Nö. Okay, das kommt mir alle so ein bisschen suspekt vor hier. Noch ein hungriges Irrlicht. Arme Gazelle. Also nachts gehen die richtig. Gern geschehen. Sie war nett. Also hält die Platte die Irrlichter an ihrer Quelle fest. Wozu Irrlichter fangen? Ich höre sie rufen. Sie sagen, sie wollen ganz sein. Ich vermute, diese Quellen halten da. Noch ein Irrlicht. Ist das genug? Junge, der Blitz sieht richtig nice aus jetzt, wa? Alter. Das sieht Nein. richtig geil. Es hatte Angst. Und Schmerzen. Jetzt nicht mehr. Ja. Zum Glück erfuhr es in den letzten Momenten etwas Linderung. So, jetzt kommt sie so ein Phantom, da will ich drauf wetten. Die Irrlichter sind wieder in ihren Quellen. Und die Platte hält sie gefangen. Geschafft. Das betrifft. Ich wusste es. Verbunden. Wir müssen es töten, Vater. Oh,
Ja, jetzt kommt dieser Hurendrache auch noch. Boah, geh weg, du. Mein Fernseher geht aus. So greift das hier immer nur mich an. Ich greife alle Viecher immer nur mich an. Das habe ich hier noch. Da wären erledigt. Wie konnten Sie bitte entkommen und dieses Ding bilden? Sturmflamme! Cool! Ich kann jetzt mein Spiel verbessern. Mein Speer. Das kannst du laut sagen. Guck, ich habe ein neues. Ja, egal. So,
komme ich da jetzt irgendwo hin? Ach ja, diese Kacke wollte ich auch noch machen. So, ich habe zwar über zwei Glocken euch gefunden. Die dritte ist keine Ahnung. Vorsicht, Drache! Boah, geh mir doch nicht auf den Sack. Zeit, der geht mir richtig auf den Sack, wa? So ein dummes Edig. Was ist denn jetzt los? Ja, alles klar, jetzt kommen noch 5000 andere Viecher. Bock auf dich. Du sollst halt einfach Stufe 6 bist. Tschüss. Geh weg, ich habe keine Lust auf dich. Was ist das da hinten? So ein Müllding. Ich fahre jetzt auch immer überall, wo komme ich da hin? So, hier so ein riesen Gebiet hier wieder, ey. Ja, und du? Da. Ja. Aber diesen dämmlichen Drachen da kalt machen. Ich sehe ein Altar da oben. Wenn wir hinkommen, können wir die Tageszeit. Junge, wo sind wir hier? Irgendwas stimmt damit nicht. Drachen hinterlassen nicht solche Spuren. Solche Zeichen waren auch in den Völlendürmin. Weißt du noch? Sie muss ein Seelenfresser sein. Ich kann die Tiere hören. Sie haben Angst. Ja, suchen wir nach weiteren Opfern. Seelenfresser übersieht man schnell mal. Scheiße, hier gibt's richtig viel zu tun, wa? Wo komme ich da hin? Ich komme hier auch nicht weiter. Muss ich hier noch so einen Tag-Nacht-Scheiß machen? Und ein weiterer dieser Kristalle. Was geht denn da jetzt ab, Alter? Sind wir wohl auf der richtigen Spur? Wir nähern uns. Beim letzten Mal sah er zunächst nur wie ein Steinhaus aus. Keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Fliegt in
Ich hoffe, Pyrrhir hält noch etwas durch. Kommen wir lieber nicht weiter. Keine Ahnung, ob ich da hochkomme. Aber dieses Kackvieh geht mir richtig auf den Sack dahin, wa? Wieso trifft er mich diesen Mist? Er trifft mich schon wieder. Er trifft mich immer noch. Junge Kratos, willst du mich denn kommen? Du bist doch so ein hartes Moped geworden, ne? Ich häng an so einer Scheiße. Ja, die Dinger würde ich mal ein bisschen fixer, Alter. Es ist vorbei. Vielleicht kann das Leben in diesem Tal jetzt neu erwachen. Antwari wäre bestimmt froh, wenn wir noch einen töten. Antwari, der Zwerg, der seine Seele in einen Ring steckte? Das stimmt. Er erschuf die Seelenfresser. Was ist eigentlich aus diesem lästigen Kerl geworden? Den finden wir nicht. Er hat ihn verloren. Aha, verloren. Willst du mich denn verarschen? Normalerweise gibt es immer drei Schwachstellen. Vielleicht gibt es hier oben noch eine. Da oben wahrscheinlich, wo ich nicht hinkomme. Der Drache ist hier. Zieh dich zurück. Scheiß Drache, Alter. Ich komme nicht hin. Oh, da ist noch. Was hat er da eigentlich an dem scheiß Tor gemacht, der Gollum?
du mich verarschen? Noch einer dieser geheimnisvollen Kristalle. Ja, müssen da irgendwie hinkommen. Bin dabei, Kumpel. Ich wünschte, der wäre wie die Drachen in Midgar. Die waren nett. Sie waren ebenfalls intelligente Zwerge, die in Drachen verwandelt wurden. Trotzdem. Sitzt denn da? Was ist eine Pflanze? Was ist eine Pflanze? Keine Ahnung, wo ich gerade im Weg bin. Gar keinen Bock jetzt auf so viel, oder? Wieso trifft der Pimmel mich? Und er trifft mich schon wieder. Boah, Kratos, du gehst mir richtig auf den Sack, oder? Digga, er trifft mich einfach jedes verfickte Mal. Und dieser komische Typ mit dem Bart, der macht doch seinen dämlichen Scheißschild. Ey, was hat er mich denn jetzt getroffen, Alter?
Da muss aber mal ein bisschen unfair spielen. Er hat eine Schrift bei sich. Nimm sie mit. Jemand hat wohl den Springern erzählt, sie würden einen Weg ins Paradies finden, wenn sie die neuen Welten erforschen. Wer war das? Jemand. Der sich der blinde Gast nennt. Odin. Klingt nach dem Miskerl, oder? Mäßig nicht. Hat er lange genug gedauert. Keine Ahnung, wie wieder ein Kristall. Behalt ihn am besten, bis wir wissen, wozu er gut ist. Ach, ne, ich schmeiß jetzt alle weg. Eingekesselt! Junge, ich zieh dir mir ja gar nichts ab. Ja, genau. Genau. Boah, jetzt schon keinen Bock mehr. Oder? Die alle viel zu hoch im Level. Ich bin Level 4 oder 5. Ich bin Level 6 oder 7. Macht hier einen auf Game of Thrones, oder? Geil, wenn ich den mich erst abgezogen habe. Komm mal runter, du Möbel. Ja. Meine Birgir. Ja.
Der ist wahrscheinlich jetzt tot oder so. Frostflamme, cool. Ich kann meine Waffen verbessern. Nicht Pietro, Pieger heißt er. Skalabarren. Hier drüben. Oh. Vielen Dank. Nein, danke dir. Du hast uns auf dem Boot gerettet. Stimmt's, Vater? Es war töricht. Aber willkommen. In der Nähe ist ein mystisches Tor. Aber ich habe keinen Stein dafür. Wir schon. Unglaublich, dass du den Sturz überlebt hast. Wie hast du das geschafft? Ich bin gerollt. Wir reden später. Später? Okay, gut. Sorry, Leute, ich muss sagen, dann bin ich immer hier das Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und Bock drauf habt. Was ist das denn hier? Alter, okay, das ist ja richtig komisch. Jo, hier ist sogar noch ein Tor. Dann werden wir uns im nächsten Video hier noch, wenn wir noch ein bisschen umsehen. Damit wir auch noch mal ein bisschen hier die Sachen erkunden. Und dass wir das Gebiet dann erkunden, soweit erkundet haben. Und ja, mal gucken. Odins Raben, 2 von 5. Ja, ich könnte eigentlich hier nochmal die Raben suchen. Und dann könnte ich auch mal zurück nach, ich glaube, Nilfheim war das. Oder Nivelheim heißt das ja. Um mal die letzten zwei Truhen zu öffnen. Und dann mal gucken, was hier da so ansteht. Aber erstmal werden wir hier Birgir retten. Jo, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne noch nichts mehr dabei. Würde ich ganz gerne mich sehr drauf freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch also einen schönen Tag. Bis dahin und tschüss mit euch.